Kapitel 1 der Vorlesung Information Retrieval. Historischer Hintergrund. Seinen Anfang nahm das Information Retrieval schon im Altertum. Hier sei exemplarisch die größte Bibliothek des Altertums genannt, die Bibliothek von Alexandrien in Ägypten, die in der Zeit von etwa 300 bis 30 vor Christus unter der Ptolemäischen Dynastie zu einem der größten Zentren für die Wissenschaft heranwuchs. Die Bibliothek war Teil einer größeren Forschungseinrichtung, dem Musaeum von Alexandrien, an dem einige der einflussreichsten Denker des Altertums studierten. Darunter Archimedes, Vater des Ingenieurswesens, Aristarchus von Samos, der als erster den Heliozentrismus vorschlug, Eratosthenes, der die Erde als Kugel erkannte und ihren Umfang recht akkurat berechnete, Euklid, Vater der Geometrie, Herophilus, der Begründer der wissenschaftlichen Methode, Hipparchus, Begründer der Trigonometrie und Hereo, Vater der Mechanik. Kallimachus leitete die Bibliothek eine Zeit lang. Er schrieb die Pinakes, was übersetzt so viel wie Listen heißt, die einen umfassenden Überblick über die Werke der Bibliothek gaben. Die Pinakes sind eines der ersten bekannten Dokumente, die den Bestand einer Bibliothek aufgelistet, identifiziert und kategorisiert haben. Sie gaben ihren Verwendern Aufschluss über das Vorhandensein eines bestimmten Werkes oder eines bestimmten Autors, beziehungsweise wo die entsprechenden Werke zu finden waren. Die Bibliothek zählte zu den größten ihrer Zeit. Die Zahlen der vorhandenen Werke in Form von Schriftrollen schwanken zwischen 400 und 700.000. In den Pinakes hat Kallimachus die Arbeiten alphabetisch nach Autor und Genre aufgelistet und sie mit Metadaten angereichert. Enthalten waren kurze Biografien der Autoren sowie die ersten Wörter und die Länge jedes Werkes. Das von Kallimachus begründete System der Bestandsaufnahme einer Bibliothek in Form eines Katalogs wird im Prinzip bis heute angewendet. Vor der digitalen Revolution wurde der Bestand einer Bibliothek in Kartenkatalogen organisiert, wobei jedes Werk auf mehreren Karten in verschiedenen Sortierungen notiert wurde. Die Sortierungen erfolgen gemäß Nachnamen des Autors, Titel des Buchs und Thema des Buchs gemäß eines vordefinierten Klassifikationssystems, das alle denkbaren Themen abdeckt. Die Kartenkataloge werden von Bibliothekarinnen und Bibliothekaren verwaltet und gepflegt und umfassen teils Millionen Werke, wie zum Beispiel in der Library of Congress der USA. Das Retrieval erfolgte entweder im Gespräch mit Bibliothekaren, die auf Anfrage im Kartenkatalog nach den angefragten Werken suchten und dann die Bücher den Anfragenden bereitstellten, oder in Eigenrecherche im Katalog. Noch heute pflegen die Mehrheit aller Bibliotheken digitale Kartenkataloge, die unter dem Dach der WorldCat-Organisation nach einheitlichen Standards zusammengetragen werden. Die Suche nach Informationen war jahrhundertelang auf die Kenntnis des Autors, der ein Werk von Interesse geschrieben hat, beschränkt, beziehungsweise auf das Durchgehen aller Werke zu einem verhältnismäßig groben Thema, in das die Werke manuell von Bibliothekaren einsortiert wurden und werden. Das Abwägen zwischen Aufwand und Effektivität des Auffindens von Büchern, die relevant für ein Informationsbedürfnis sind, erlaubte nur die Organisation nach Autor, Titel und Thema. Bücher jedoch diskutieren oft zahlreiche kleine und große Themen, und ein Suchender musste sich auf sein Glück bzw. die Kenntnis der Bibliothekare verlassen, je spezieller das Informationsbedürfnis war. Unterstützung durch mechanische und später vor allem elektromechanische Maschinen wurde seit jeher erträumt und teilweise auch umgesetzt. Das erste elektromechanische Instrument zum Retrieval von Dokumenten, die auf Mikrofilm fotografiert wurden, wurde von Emanuel Goldberg erfunden und patentiert. Zwar war zu diesem Zeitpunkt das Speichern von Dokumenten auf Mikrofilm schon gang und gäbe, das Retrieval von so archivierten Dokumenten jedoch aufwendig, da manuelles Spulen zur richtigen Position des Films auf Basis eines manuell gepflegten Indexes nötig war. Goldbergs Idee war es, sowohl das Auffinden eines Dokuments als auch die Suche nach inhaltlichen Aspekten zu ermöglichen. Unter jedem Dokument wurde ein Raster aus lichtundurchlässigen Punkten mitfotografiert, das eine eindeutige Identifizierung des Dokuments, aber auch zuvor bestimmte Inhalte repräsentieren konnte. Suchende mussten das Raster entsprechend einer Anfrage in lichtundurchlässigen Karten ausstanzen.
Eine Lichtquelle und ein Fotorezeptor erlaubten nun automatisch den durchlaufenden Filmstreifen genau dann anzuhalten, wenn das ausgestanzte Suchraster einer Suchkarte mit dem auf dem Mikrofilm fotografierten Raster übereinstimmte und so kein Licht mehr zum Fotorezeptor durchdringen konnte. In dem Fall stimmte die Suchanfrage mit den für das Dokument identifizierten Informationen überein und das Dokument wurde direkt auf einen Bildschirm projiziert. Mit Ausnahme der Prototypen, die Goldberg der Fachwelt neben anderen herausragenden Erfindungen präsentierte, wurde dieses Produkt jedoch nie entwickelt. Goldberg wurde in den Anfängen des Naziterrors in Deutschland entführt und zur Ausreise gezwungen. In den USA wurde parallel eine ähnliche Technologie von Vannevar Bush erfunden. Der Versuch der Patentierung scheiterte jedoch, da Goldbergs Patent als Prior Art identifiziert wurde. Trotz einiger Anwendungen dieser Technologie während und nach dem Krieg überholten digitale Computer diese Technologie nach dem Krieg sehr schnell. Vannevar Bush zählt zu einem der Vordenker des heutigen Information Retrieval. In seinem Aufsatz As We May Think stellte er eine Vision für den aus damaliger Sicht zukünftigen technologieunterstützten Umgang mit Wissen vor, das sogenannte MEMEX. Eine Maschine wie die Goldbergs, integriert in einen Arbeitsplatz, sollte den Zugriff und die Interaktion mit großen Mengen an Informationen ermöglichen. Bush stellte sich vor, die Technologien so zu integrieren, dass nicht nur das Retrieval von Informationen, sondern das Hinterlassen neuer Informationen für sich selbst und für nachfolgende Wissensarbeiter möglich würde. Auch Querverweise herzustellen, ganz ähnlich wie Links im heutigen World Wide Web, sollte unterstützt werden. Eine am Kopf getragene Kamera sollte es Wissenschaftlern ermöglichen, ihren Arbeitsprozess direkt zu dokumentieren und ins MEMEX einzupflegen, quasi eine Art des frühen Live-Loggings. Viel von dem, was Bush ersann, ist heute gelebte Realität. Während des Zweiten Weltkriegs wurde der digitale Computer erfunden. Alan Turing, der im Bletchley Park an der Entschlüsselung der Enigma arbeitete, erfand die dem digitalen Computer zugrunde liegende Theorie der universellen Turing-Maschine und dachte von vornherein daran, dass ein hinreichend fortgeschrittener Computer dem Denkvermögen eines Menschen ebenbürtig wäre. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs wurden Computer schnell neuen Anwendungen zugeführt, darunter auch der Suche in Texten. Eine der ersten Referenzen hierzu stammt aus einem Vortrag von John Edwin Holmstrom, der auf einer Konferenz der Royal Society in London der Fachgemeinde die Fähigkeiten des UNIVAC-Computers der EMC Corporation vorstellte. Die Maschine war in der Lage, den Speicher eines Computers, der zuvor mit Texten befüllt wurde, in einer Geschwindigkeit von bis zu 120 Wörtern pro Minute nach einem beliebigen Wort zu durchsuchen. Die erstmalige Erwähnung des Terminus Information Retrieval erfolgte nur kurze Zeit später in einem Konferenzpaper von Kelvin Merz, einem MIT-Absolvent, der eins der ersten Retrieval-Systeme entwickelt und vermarktet hat. Das Potenzial für Retrieval-Technologie erschien gerade in der Wissenschaft enorm, da die Publikationsrate der Forschung während und nach dem Krieg stark anstieg und es für einzelne Forscher unmöglich wurde, auch nur die Abstracts aller pro Jahr veröffentlichten Schriften zu lesen. In seiner Masterarbeit am MIT über Suchmaschinen hat Philip Bagley 1951 das enorme Wachstum an Veröffentlichungen allein in der Chemie beobachtet. Aus heutiger Sicht sehr geringe Zahlen im einstelligen Millionenbereich. Aus damaliger Sicht jedoch nie gekannte Größenordnungen, verbunden mit der Sorge, dass die Wissenschaft selbst nicht mehr hinterherkäme. Als eigenständiges Forschungsfeld entwickelt sich das Information Retrieval seit etwa den 50er Jahren des vorigen Jahrhunderts aus den Bibliothekswissenschaften heraus, die sich seit jeher mit der Frage auseinandergesetzt haben, wie man den Bestand an der Bibliothek organisiert und wie man daran sucht. Die traditionellen Systeme der Kartenkataloge und einer Einordnung von allen Werken in eine Hierarchie aus vordefinierten Themen sollte auch auf den Computer übertragen werden, in der Hoffnung, die Suche im Kartenkatalog in Zukunft zu erleichtern. Aber es wurden auch tradierte Vorgehensweisen in Frage gestellt. Mortimer Taube war der Erste, der mit seinem Ansatz des Coordinate Indexing Abstand nahm von der Themenklassifikation und stattdessen vorschlug, Dokumenten sogenannte Unit Terms oder Uniterms zuzuweisen, Terme, die aus den zu indizierenden Dokumenten entnommen bzw. abgeleitet wurden,
was auch der Reduktion der umfangreichen Klassifikationssysteme dienen sollte. Suchende konnten durch Kombination, hier Koordination von Termen, Dokumente identifizieren, die sehr spezifisch zu ihrem Informationsbedürfnis passten. Dieses Vorgehen der Kombination von Termen stieß zunächst auf Unverständnis unter Bibliothekaren. Einerseits die manuelle Kombination von Termen auf Lochkarten und andererseits, dass weniger darauf geachtet wurde, dass die Terme, mit denen Werke indiziert wurden, einen vergleichbaren Abstraktionsgrad hatten. Es sollte genügen, dass die ausgewählten Terme das Thema des Dokuments erfassten. Es musste erst in Studien nachgewiesen werden, dass diese Form des Retrievals überhaupt effektiv ist. Eine erste Desillusionierung über die Notwendigkeit der tradierten Vorgehensweise. Diese Form der Indizierung und Suche lag einem der ersten in einer Bibliothek installierten computerbasierten Retrieval-System zugrunde. Parallel dazu erfand Hans-Peter Luhn bei IBM das sogenannte Term Frequency Based Ranking. Die grundlegende Idee Luhns war es, dass die Häufigkeit, mit der ein Term in einem Dokument vorkommt, eine Aussage darüber ist, wie wichtig der Term für den Inhalt des Dokuments ist. Wenn also ein bestimmter Term Teil einer Suchanfrage ist, müsste ein Dokument, das den Term häufiger enthält, relevanter sein als ein Dokument, das den Term weniger häufig enthält. Gegen Ende der 50er startete Cyril Cleverdon die sogenannten Cranfield-Projekte an der Cranfield-Universität in Großbritannien. Im Rahmen dieser Projekte legte er die Grundlage für das sogenannte Cranfield-Paradigm, das noch heute der Evaluierung dem Information Retrieval zugrunde liegt. Die Basis für die Evaluierung einer Suchmaschine bildet gemäß dem Cranfield-Paradigma erstens eine Dokumentkollektion, zweitens eine Menge an Anfragen und drittens Relevanzurteile, die besagen, welche Dokumente der Kollektion relevant für welche Anfragen sind. Auf Basis dieser drei Bestandteile kann die Ergebnisqualität einer Suchmaschine im Labor systematisch und vergleichend untersucht werden. Gleichzeitig sorgten die Cranfield-Projekte, die bis in die 60er Jahre hineinliefen, für eine zweite Desillusionierung. Es stellte sich in den vergleichenden Experimenten heraus, dass die Ableitung von inhaltsbeschreibenden Indextermen keine besseren Retrieval-Ergebnisse liefert, als einfach sämtliche Wörter eines Dokuments in leicht bereinigter Form als Indexterme zu verwenden. Dies war ein Schock für die Bibliothekswissenschaftler, die bis dato fest davon überzeugt waren, dass die Einordnung in Klassifikationssysteme sowie die Kontrolle des Vokabulars an Indextermen von entscheidender Bedeutung für die Qualität eines Indexes ist. Aus heutiger Sicht und in Kenntnis der Fähigkeiten moderner Websuchmaschinen mögen diese Erkenntnisse etwas banal erscheinen, aber aus damaliger Sicht waren sie geradezu revolutionär. Die 60er Jahre wurden dominiert von den Forschungsbeiträgen von Gerard Salton und seinen Studenten. Salton wird weiterhin als Vater des Information Retrieval betrachtet. Er verhalf dem Forschungsfeld endgültig zum Durchbruch. Seine grundlegenden Beiträge sind umfangreich und breit gestreut und umfassen unter anderem das automatische Indizieren von Texten, Termgewichtsmaße, Relevanzfeedbackmechanismen, Dokumentclustering, Methoden zur Vokabularkonstruktion, die Indizierung von Phrasen, das Retrieval von Passagen bis hin zur automatischen Zusammenfassung von Texten. Ein wichtiger Meilenstein war sein Vorschlag, die Kosinusähnlichkeit als Maß für die inhaltliche Ähnlichkeit zwischen Dokument und Suchanfrage zu verwenden. Das schon zuvor bekannte Vektorraummodell, bei dem Dokumente als Vektoren in einem hochdimensionalen Raum, aufgespannt durch Indexterme, repräsentiert werden, dient hier als Grundlage. Die Kosinusähnlichkeit misst den Kosinus des Winkels zwischen als Vektoren repräsentierten Dokumenten und Anfragen. Die so ermittelte Zahl kann als Maß für die inhaltliche Ähnlichkeit bzw. für die Relevanz des Dokuments zur Anfrage herangezogen werden. Je spitzer der Winkel, desto mehr zeigen die Vektoren für das Dokument und die Anfrage in dieselbe Richtung und desto ähnlicher sind sich beide inhaltlich. Viele der Beiträge Saltons wurden im Retrieval-System SMART implementiert. Salton ist der erste Träger des nach ihm benannten Salton Awards, der höchsten Auszeichnung des Information Retrieval. Bislang der einzige deutsche Preisträger ist Norbert Fuhr von der Uni Duisburg.
Eine interessante Beobachtung ist, dass die großen Fortschritte, die die Forschung im Information Retrieval in dieser Zeit gemacht haben, kaum in kommerzielle Systeme transferiert wurden. Das zuvor entwickelte Retrieval auf Basis Boolscher Anfragen blieb die Norm. Nicht einmal das Ranking von Dokumenten nach Relevanz setzte sich durch. Dies blieb bis Mitte der 90er der Fall. In den 70ern wurde von Karen Sperg-Jones, einer britischen Informatikerin, die Inverse Document Frequency als Termgewichtsmaß erfunden. Sie bildet das Gegenstück zu Loons Term Frequency, die zusammen das weithin bekannte TF-IDF-Termgewichtsmaß bilden, das auch heute noch weithin eingesetzt wird. Der Clou der Inverse Document Frequency ist, dass Terme, die in vielen Dokumenten auftauchen, weniger wichtig für die Relevanzbewertung einzelner Dokumente sind, da sie nicht dabei helfen, das Dokument von anderen abzuheben. Die Inverse Document Frequency normalisiert damit die Term Frequency, die lediglich die Häufigkeit des Auftretens von Termen innerhalb eines Dokuments misst. Als weitere wichtige Meilensteine sind das von Stephen Robertson beigetragene Probabilistic Ranking Principle zu nennen, das besagt, dass ein Ranking, das Dokumente in absteigender Wahrscheinlichkeit ihrer Relevanz für einen Nutzer bringt, nicht verbessert werden kann. Ein solches Ranking ist damit das ideale Ranking. Darüber hinaus hat Keith van Rijsbergen als erster die Abhängigkeit von Termen in Texten in probabilistischen Retrieval mit formalisiert. In den 80ern bis Mitte der 90er gab es zahlreiche Innovationen von verschiedenen Seiten. Robertson entwickelte das Termgewichtsmaß BM25 als Alternative zu TF-IDF, das ebenfalls sehr weite Verbreitung bis zum heutigen Tag gefunden hat. Mit Latent Semantic Indexing wurde ein algebraisch motivierter Ansatz für das Information Retrieval von Scott Dearester et al. Vorgeschlagen, und zwar basierend auf der Singulärwertzerlegung der Term-Dokument-Matrix. Mit dem Stemming wurde ein wichtiger Baustein zur Indexing-Pipeline für Texte beigetragen. Porters Stemming-Algorithmus führt Wörter heuristisch auf ihre Stammform zurück. Die Text-Retrieval-Konferenz, kurz TREC, wird am amerikanischen National Institute of Standards and Technology, NIST, ins Leben gerufen. Hier werden seitdem jährlich internationale Wettbewerbe für Forscher im Sinne des Cranfield Paradigm ausgerichtet, die die vergleichende Evaluierung von Suchmaschinen stark gefördert haben. Norbert Fuhr hat mit Learning to Rank erstmals vorgeschlagen, Machine Learning-Verfahren einzusetzen, um das Ranking von Dokumenten direkt oder nachträglich zu verbessern. Mit der zunehmenden Verbreitung des World Wide Web und der Vorstellung der ersten Websuchmaschinen Mitte der 90er wurde eine Zeitenwende eingeläutet. Websuchmaschinen und mit ihnen das Information Retrieval gerieten ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Es wurden Webcrawler entwickelt, um das gesamte Web herunterzuladen. Mit PageRank stellten die Gründer von Google eins der ersten Algorithmen vor, die das zunehmende Problem von Spam-Seiten adressierten und Google einen entscheidenden Vorsprung in der Suchqualität verschafften. Thorsten Joachims zeigte, dass die Ground Truth für den Einsatz von Learning-to-Rank-Verfahren in den Query-Logs von Suchmaschinen zu finden ist. Die Query-Log-Analyse ermöglicht generell eine Reihe von Verfahren, um Suchende zu unterstützen, darunter Query-Suggestions, Rechtschreibkorrekturen und Query-Expansion. Um auch Dokumente, die nur wenig Text beinhalten, besser indizieren zu können, schlägt Oliver McBrien die Nutzung von Ankertexten aus Dokumenten vor, die auf das zu indizierende Dokument verlinken. Jamie Carbonell und Jade Goldstein schlagen mit Maximum Marginal Relevance ein Verfahren vor, das gerade bei Anfragen, die viele mögliche Interpretationen haben, für Diversität im Suchergebnis sorgt. Und Jay Ponte und Bruce Croft schlagen die Verwendung von Sprachmodellen für das Information Retrieval vor. Dies sind nur einige der zahlreichen Innovationen, die weite Verbreitung gefunden haben. Es war ein langer Weg. Heute gibt es allein für das Web zahlreiche große und kleine Suchmaschinen und darüber hinaus noch unzählige weitere Systeme für spezielle Anwendungen. Einige der Unternehmen sind globale Marktführer wie Google, andere auf lokalen Märkten wie Yandex in Russland oder Baidu in China. Yahoo war einst Marktführer in den USA und konnte sich lange neben Google behaupten, wurde vor kurzem jedoch verkauft. Sie alle eint, dass sie Suchanfragen in einer einfachen Textbox entgegennehmen
und mit nicht viel mehr als ein paar Stichwörtern verlässlich die vom Nutzer oder der Nutzerin gesuchten Informationen im Web finden. Zukünftige Entwicklungen zeichnen sich bereits ab. Amazon zum Beispiel bietet zwar keine Websuchmaschine an, aber einen Conversational Agent namens Alexa. Natürlich entwickeln auch andere Anbieter wie Google, Microsoft, Apple und IBM entsprechende Technologien. Conversational Search und Question Answering sind neue Themen im Fokus des Information Retrievals. Und diese Technologien sollen es in Zukunft ermöglichen, auch in Situationen des Alltags nach Informationen zu suchen, in denen das bislang nicht möglich war. Suchmaschinen und Informationssysteme aller Art stehen dennoch erst am Anfang ihrer Entwicklung. Sie bieten nur grundlegende Unterstützung bei der Suche nach Informationen an. Sie können mit Ihren Ideen die zukünftigen Entwicklungen mitgestalten.